Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zum Let's Play von The Wandering Village. Ja, der ein oder andere von euch kennt das Spiel ja schon. Das haben wir vor ungefähr einem halben Jahr schon mal gemacht. Ein kleines Angezockt zu der Demo damals. Und ich glaube, vor ein oder zwei Monaten hat mich hier die Chefin des Entwicklerstudios Strayhorn Studios angeschrieben. Die haben gesehen, dass ich dazu ein Angezockt gemacht habe und haben mich tatsächlich dann auserwählt, dass ich hier einen Vorabzugang bekomme. An der Stelle auf jeden Fall erstmal schon mal vielen lieben Dank für die Möglichkeit hier an der Stelle. Und genau, hier steht auch gerade noch die Information, dass das Spiel gerade unter NDA steht. Das heißt, ich darf das noch nicht zeigen bis zum Samstag, den 10. September, 18 Uhr unserer Zeit. Wir haben jetzt gerade 15 Uhr, das Video wird wahrscheinlich dann um Punkt 18 Uhr veröffentlicht werden. Und noch eine kleine Info am Rande, das Entwicklerteam hat mir noch einen weiteren oder beziehungsweise zwei weitere Keys zur Verfügung gestellt, die ich hier in der Community verlosen will und werde. Einen werde ich wahrscheinlich heute Abend schon auf Twitch verlosen, da werde ich wahrscheinlich jetzt gerade sogar schon mit live sein. Und den anderen dann generell nochmal ein paar Tage später, also wenn ihr da Interesse habt, gerne teilnehmen. So, wir bestätigen einfach mal gerade hier diese Meldung. Hier sehen wir auch nochmal das Entwicklerteam. Ja, sind 10 Leute aus Zürich, die das Spiel hier entwickeln. Genau, wir sind Strayhorn Studio, ein unabhängiges Entwicklerteam aus der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass du unser Spiel spielst. The Wandering Village ist gerade in den Early Access gestartet, was heißt, dass viele Elemente noch unfertig sind. Wenn du also Fehler entdeckst oder Verbesserungsvorschläge hast, benutze den Bug Report Button in der oberen rechten Ecke. Wenn du mit uns und anderen Spielern chatten möchtest oder Fragen hast, tritt am besten unserem Discord bei. Wir hoffen, dass dir dein Abenteuer mit Onbu gefällt. So, ich habe schon ein paar Einstellungen gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf neues Spiel. Ich mache einfach mal erfahren, weil wir schon ein bisschen was gemacht haben. Ich nenne es mal gerade LP01 und dann starten wir auch, hoppala, starten wir direkt los. Genau. Los geht's. Ich weiß noch nicht, ob wir es im ersten Versuch schaffen. Aber wir schauen mal. We kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Okay, da lädt das Spiel. Das Spiel wird auch jetzt am 14. September rauskommen. Oh, hat schon geladen. Und genau, wie man sieht, wer es noch nicht gesehen hat damals, das ist ja ein Städteaufbauspiel. Allerdings mit der Besonderheit, wenn wir hier mal rauszoomen, wir sind in Wirklichkeit auf dem Rücken eines gigantischen Tieres, das gerade hier auch am Schlafen ist. Da müssen wir auch über die Zeit aufpassen, dass es dem Tier gut geht. Genau, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und erstmal schauen, wie das überhaupt ging. Ich glaube, das war hier. Genau, dann kann ich hier die Leute zu, also darüber schicken, dass sie da abbauen sollen. Ich glaube, ich kann das auch so ein bisschen auswählen. Genau, da könnt ihr mal die umliegenden Bäume schon mal, hoppala, schon mal ein bisschen abbauen. Ich glaube, Stein macht auch Sinn, wenn wir das direkt schon mal holen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier abbauen können. Ich mache es einfach mal. Und dann lassen wir die hier gerade mal loslegen. Ich glaube, das Tier wird auch gerade wach, oder? Nee, hat gerade ein bisschen gepoltert. Das wird auf jeden Fall noch bald wach werden und dann, ja, ein großes Abenteuer begehen. Ich kann sogar noch weiter rausholen. Moment, das kann ich gerade mal zeigen. Das hier ist nämlich die Map. Da sehen wir gerade, sind wir am Anfang. Das wird dann hier diesen Weg beschreiten. Hier sind wir gerade in so einem, ich weiß gar nicht, so ein Giftbiom ist das, glaube ich. Und hier sehen wir auch am Rand ist zum Beispiel so, ich nenne es einfach mal Graslandschaft. Da werden wir also später auch mit verschiedenen Biomen konfrontiert werden. Und, genau, da haben sie tatsächlich schon ein bisschen Holz. Ich guck mal gerade hier. Genau, wir können ja erstmal so einen kleinen Pfad bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das erstmal machen. Erstmal eine so eine Straße. Da sind auch direkt alle hier am Start. Ja, wunderbar. Macht da erstmal einen Weg, dann machen wir da gleich erstmal ein paar Zelte hin. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das wird einen Moment dauern, bis das zerlegt ist. Ich kann, glaube ich, auch einfach schon mal sagen hier, ich schicke euch einfach mal hier rüber. So, da könnt ihr nochmal ein bisschen Holz holen hier. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das ist nämlich ein bisschen Nahrung. Und die sind tatsächlich fertig mit dem Trampelpfad. Dann bauen wir erstmal ein Zelt. Unterkunft für bis zu 2 Dorfbewohner. Steigert die Produktivität der Bewohner und bietet leichten Schutz vor giftiger Luft. Die haben wir tatsächlich noch verwaltet, Dorfbewohner, und spezialisiert sie als Transport. Ja, okay.
machen wir erstmal hier ein paar Zelte hin. Also das ist für 2 Bewohner. Wir haben gerade 16, das heißt, wir brauchen 8 Stück. Die bauen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Machen wir erstmal hier so eine kleine Zeltecke, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt wird es auch langsam schon dunkel. Das Tier ist noch am Schlafen, noch alles gut. Hier sehen wir so ein paar Informationen. Gerade ist es zum Beispiel kalt. Hier das ist, Nahrungsdetails, weil wir hier jetzt ein bisschen was reinbekommen haben. Das geht also auch schon mal ein bisschen nach oben. Die verbrauchen natürlich auch über die Zeit. Das sehen wir, glaube ich, auch hier. Genau, Verbrauch gerade, ja, gerade ist noch 0. Produktion ist gerade 20 in den letzten 24 Stunden. Und davon haben wir gerade 113 Ruhe Nahrung, die noch da ist. Genau. So, 10 sind untätig. Dann machen wir mal so einen Arbeiterposten hier hin. Und dann schauen wir mal. Aber ich werde auf jeden Fall den einen oder anderen Fehler noch machen, wenn das der Fall sein sollte. Das haben wir auch in der Demo gesehen. Das kann ja dann schon mal Schlag auf Schlag gehen. Ne, der schläft noch. Genau, das kann dann Schlag auf Schlag gehen. Wenn wir es mal nicht schaffen sollten, dann würde ich einfach neu anfangen. Wir müssen tatsächlich dann auch mal schauen, wegen dem Stream. Also ich werde es auf jeden Fall ja nach, ja, wenn die Folge hier live ist, auch den Stream dazu starten. Und dann muss ich mal gucken, ob das vielleicht überschreitet oder ob ich einen neuen Spielstand machen kann nebenbei. Das ist natürlich immer so eine Frage. Genau, aber das hier dient dann jetzt erstmal so als kleinen Ersteindruck hier auf YouTube. Und die sind jetzt alle tot und tätig, alles klar. Dann schaue ich mal gerade hier rein. So, alles Könner. Kann ich da noch... Ja, kann ich ja mal ein paar reinmachen. Die sind dann hier für den Bereich zuständig. Verwaltet Dorfbewohner und spezialisiert sie als Transport-, Ernte- oder Bauarbeiter. Angestellte in diesem Gebäude erhalten einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. Ganz genau. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Hier ist auch irgendwo... Achso, hier haben wir genau. Hier haben wir dieses... diesen Forschungstisch. Genau. Muss ich das bestätigen? Nee, ich glaube, das passt so. Ich glaube, das passt so. Aber ich brauche auf jeden Fall das Forschungsgebäude. Das bauen wir direkt mal. Und ich glaube, wir holen noch mal so ein bisschen Holz. Hier liegt zwar noch vereinzelt was rum, aber lieber ein bisschen was auf Vorrat haben. Also denke ich zumindest gerade jetzt mal. Das ist ein kleiner, neu wachsender Baum. So. Da ist auch noch ein bisschen Stein. Ich glaube, da holen wir auch noch mal ein bisschen was. Ach hier, dieser Fels ist weg. Sie haben es geschafft. Sehr schön. So, hier sehen wir auch tatsächlich die Statistiken von dem Onbu. Das ist also das Tier, das große, was hier gerade schläft. Das ist der Onbu. Und wie ich eben schon erwähnt habe, da müssen wir später schauen, dass es dem gut geht. Weil hier ist zum Beispiel Hunger. Hier haben wir Giftlevel. Das ist eben... Wie gesagt, wenn wir an so, es gibt später so Giftsträucher, wenn wir uns da zum Beispiel, oder sich besser gesagt, das hier da schlafen legt, dann kann es halt passieren, dass hier auch sich Gift verbreitet. Das müssen wir dann eben ganz schnell einbetten. Das hat mich, glaube ich, ich weiß gar nicht, im Stream, hat mich das auch mal ausgenockt. Da ging es dann auch sehr schnell vor, bis wir alles vergiftet hatten. Ach, der hat gerade gegessen. Okay. Ich glaube, da holen wir auch noch mal ein bisschen was, wenn wir da noch was da haben. Guck mal, hier ist noch ein bisschen was. Dann schauen wir mal gerade weiter. Hier haben wir Lager. Bärensammler. Bärensammler wäre gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ressourcen haben wir noch nichts. Ja. Ökologie, Kräuter. Okay. Das hier ist bei 5%, das läuft. Ich glaube, da kann ich... Ich glaube, da kann ich sogar noch... Ah, ne, ist sogar schon zugewiesen. Wunderbar. Das schreitet also voran. Dann würde ich sagen, gucken wir mal hier gerade. Bärensammler und Luftbrunnen. Extrahiert automatisch Wasser aus der Luft. Genau, das würde ich auch erstmal bauen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das machen wir mal hier oben und auch gleichzeitig mal hier Bärensammler. Sammelt Bären von nahegelegenen Bärensträuchern, ohne sie zu beschädigen. Je mehr Bärensträucher dieses Gebäude umgeben, desto effizienter ist es. So, dann, ja gut, die haben wir jetzt alle zerlegt. Dann schauen wir mal gerade. Hier unten sind auf jeden Fall ein paar. Effizienz 36%, 27%. Da oben sind noch ein paar, hier sind natürlich auch welche. 36%, da tut sich nichts. Ah doch, hier 54%, das klingt gut. 58. Dann, wisst ihr was, machen wir mal diesen kleinen Baum hier gerade weg. Und dann machen wir vielleicht mal einen Trampelpfad darüber, dass da Beeren gesammelt werden.
So, da haben wir natürlich auch noch einen Bauernhof, pflanzt verschiedene Pflanzen an und erntet sie. Felder müssen Gras, auf Grasboden platziert werden. Das würde ich dann, glaube ich, hier, also ich würde jetzt hier so einen kleinen Weg hochziehen und da dann auch den Bauernhof später noch bauen. Ach komm, sind gerade sowieso einige untätig, dann könnt ihr ja schon mal mit dem Weg anfangen. So, machen wir einfach mal hier so eine Straße runter. Ja, eins noch. Genau. Hoppala. So, dann hier rüber und dann verbinden wir das gleich zum Schluss. So, wo waren wir jetzt? Bären sammeln. Hier, der Bärensammler. Der war, glaube ich, hier, na? 36%. Wo hatten wir denn die 58? Ach, hier. Perfekt. So. Der ist auch tatsächlich schon fleißig am Arbeiten mittendrin. Und dann machen wir da einfach einen Weg ran. Sehr gut. So, ich muss nur mal gerade herausfinden, wo die Ressourcen nochmal waren. Nee, Fehler melden. Ich finde sowas immer ganz gut, wenn das im Spiel drin ist. Lass mal gerade schauen. So, nee, das ist nur Nahrung. Das hier ist Bevölkerung, genau. Irgendwo konnte ich das sehen. Ach, hier oben war es. Genau, oben links war es. Da siehst du mal. Wir haben gerade 0 Holz. Wir brauchen auf jeden Fall wieder was. Dann bitte einmal da. Ja, hier können wir auch ein bisschen was wegmachen. Gerade ist keiner untätig, alle schön fleißig am Arbeiten. Bei dem gibt es gerade Mitternachtssnack. Ach, das ist Kummer, die Forscher. Die arbeiten bis spät in die Nacht, genauso wie die ganzen Leute hier schön Pfade am Machen. Und der bringt gerade Ressourcen für das Haus nach da oben. Dass wir da bald auch ein paar Bären sammeln, das ist sehr, sehr gut. Das hatte ich, glaube ich, im Angezockt so nicht. Vielleicht war es auch im Angezockt so gemacht in der Demo, dass man es gar nicht schaffen kann. Ich meine, macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, wenn man da nicht immer weiter zocken lassen möchte, weil man natürlich erstmal nur so einen kleinen Eindruck vermitteln möchte und das Spiel ja noch nicht fertig ist, dass man da natürlich dann auch so ein paar Begrenzungen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dadurch war. Weil, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das hier nicht. Und gerade wird unser Onbu wach. Ich glaube, wir werden bald die Reise betreten. Ja. Er steht schon mal auf. Oh, der ist auch ganz müde. Und jetzt hat er sich aufgerafft. Ja, jetzt beginnt unsere Reise. Das, da merken wir im Dorf selber jetzt nicht direkt was. Der bewegt sich ja relativ ruhig. Allerdings bewegen wir uns jetzt hier diese Strecke runter. Das geht dann jetzt los. Und das wird später noch alles ganz, ganz interessant. Genau. So, da laufen die Pfade. Wie sieht es hier aus? Da fehlt gerade das Holz. Holz haben wir in der Mache. Genau, die sind gerade schön am Fällen. Vielleicht hole ich da nochmal ein bisschen mehr hier. Das kann ja weg. Hier und den. Dann haben wir hier so eine schöne Baumlinie. Was ist denn mit dem? Wieso ist der so orange? Ich mach den einfach weg. Dann ist der nicht mehr orange. Sehr schön. Keiner untätig. Alles in Arbeit. Und das hier war, genau, das war der Luftbrunnen. Ich weiß nicht, ob da einer reicht. Allerdings sollten wir mal gerade schauen. Das hier ist Nahrung. Genau, das ist der Luftbrunnen. Der ist gerade fertig geworden. Hier ist Lager. Es gibt nämlich einen Wassertank. Genau, den würde ich hier auch direkt daneben bauen. Ja, lass das mal machen. Vielleicht bauen wir sogar direkt zwei. Ich meine, Holz haben wir gerade da. Lagert verschiedene Nahrungsmittel für... Das müssen wir auch machen. Ich glaube, wir machen aber erstmal zwei, oder? Speichert 100 Wasser. Wobei, das ist auch nicht gerade wenig. Lass uns erstmal einen machen. Lass uns erstmal einen machen. Bevor wir jetzt ganz, ganz viel bauen. Ach da, da sind ein paar Wassereimer. Das sind tatsächlich sogar schon 100. Okay. Das ist krass. Achso, Moment. Stein haben wir da. Stein haben wir en masse, aber... Wir haben wieder das Problem, wir haben kein Holz. Der bringt zwar gerade ein bisschen was rüber. Das Schöne ist ja, die Bäume wachsen ja auch direkt wieder nach hier. Diese kleinen. Wie sieht es hier oben aus? Ihr seid bei... Oh, jetzt geht aber richtig ab. Sehr schön. Da müssen wir, glaube ich, auch gleich dann noch jemanden zuweisen, der dann da für zuständig ist. Ah ne, es sind tatsächlich sogar schon zwei dafür da. Gut, dann machen wir direkt
weiter. Ich denke mal, das wird jetzt als nächstes gemacht. Ja, das ist auch schon tatsächlich... Das wird ganz gut beliefert. Dann würde ich sagen, machen wir den Bauernhof. Den würde ich auch hierhin machen. Beziehungsweise lass uns ein bisschen Platz lassen. Wenn der Baum da jetzt wegfällt, machen wir das hierhin oder hier unten. Wir können es natürlich auch hier unten hin machen. Ja, das hier hin machen. Komm. Das sind insgesamt 3 Holz. So, hier fehlen noch 2. Da brauchen wir 15. Die sind gerade fleißig am Fällen. Und hier machen wir einfach mal ein bisschen Platz. Da könnte sich auch nochmal einer drum kümmern. Dann haben wir da auch schon wieder ein bisschen was auf Vorrat. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Stein, aber... Ja, wenn jemand ein bisschen Zeit hat, warum nicht? Sehr schön macht ihr das. Sehr schön. Ihr seid bei 75%. Ihr seid auch ganz schön fleißig. Dann haben wir da bald... Was hatten wir jetzt nochmal angewählt? Die Küche, genau. Kaktusanbau. Wäre natürlich auch interessant. Alternative Wasserquelle in heißen Gebieten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Würde ich auf jeden Fall als nächstes dann auch machen. Das ist tatsächlich auch anders als beim Angezockt. Da hatten wir ja andere Punkte ganz oben. Ich glaube, wir fingen sogar hier so an. In dem Bereich, meine ich. Na gut. So, ihr seid bei einer Effizienz von 58. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn ich da jetzt noch jemanden dazu hole. Wahrscheinlich weniger. Aber das sind eben alles Sachen, die müssen wir dann eben mit der Zeit herausfinden, ne? Ach, guck mal, der ist ausgewachsen. Wenn das so ist, dann können wir hier mal übernehmen. Hier fehlt ein ganzer Wald. Und hier brauchen wir noch eine ganze Menge Holz. Ja, wobei, da kam jetzt ganz schön viel rein. 4 hat er noch in der Schleppe. Nee, gar nicht wahr. Hier liegen noch 4 rum irgendwo. So. Die 2 machen wir noch weg. Wir schauen nochmal gerade auf die Karte. Und siehe da, wir haben schon ein ganzes Stück geschafft. Hier kommt dann später, was haben wir hier? Onbu Futterstelle. Wir brauchen eine Stelle mit frischer Nahrung für... wir haben eine Stelle mit frischer Nahrung für Onbu gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Dann wird hier der Hunger wahrscheinlich wieder runtergehen. Dann brauchen wir uns da noch nicht drum kümmern. Weil das ist natürlich auch in unserem Interesse, dass es dem Tier gut geht. So, Nahrung geht jetzt ganz schön runter. Aber wir sind ja auch dabei, hier die Farm zu bauen. Die ist ja auch bald... Hoppala, die ist ja auch bald fertig. Genau. Jetzt wird's gebaut. Was, wie viel liegt hier rum? 34. Das ist schon fast die Hälfte. Beziehungsweise über die Hälfte. Ach hier, es ist fertig. So. Dann müssen wir jetzt mal gerade schauen. Felder hinzufügen. Machen wir mal. Ich mache jetzt einfach mal hier so Felder dahin. Achso, das ist wahrscheinlich jetzt angeschaltet. Ihr bekommt Wasser, genau. Der hat 93. Vielleicht bauen wir da doch noch ein zweites. Ich glaube, das machen wir mal. Sollen wir mal ein zweites bauen? Wobei, das Silo ist natürlich auch gut. Das würde ich dann auch hier hinstellen. Deswegen habe ich hier so ein bisschen Platz gelassen. Dann steht das genau davor. Ich glaube, ja, lass uns das Silo mal machen. Die sind auch schon am Anbauen tatsächlich. Das sind jetzt die Rüben. Was haben wir denn da? Aber das sind nur einfach Beeren gewesen, ne? Hier. Genau, das sind einfach nur Beeren. Die machen jetzt Rüben. Wachstum ist schon bei 10%. Das ist doch schon mal ganz gut. Und die Forschung, die ist gerade... Genau, wähle deine nächste Forschung. Dorfarzt heilt Vergiftung mit Kräutern. Erlaubt dir, Kundschafter loszuschicken, um eine Ressource und neue... Das ist natürlich auch gut. Aber ich öffne mal gerade den Forschungstisch, weil ich ganz gerne das hier machen würde. Genau, alternative Wasserquelle. Da bin ich ein wenig gezeichnet von der Demo. Da ist mir das Wasser nämlich ausgegangen. So, die haben gerade 2 im Inventar. Kann man hier irgendwie sehen, wie viel das produziert? Nein, das wollen wir auf keinen Fall deaktivieren. Zeige Arbeit. Ach so, das ist okay, cool. Na, schön. Hier haben wir 2. Ich mach mal plus 2. Die sind gerade auch auf dem Weg. 2 sind auch gerade untätig. Die sind auch am Bauen. Das wird jetzt konstruiert. Das ist auch schon mal sehr gut. Was ist denn da? Ach so, zu wenige Ressourcen. Alles klar. Weil wieder kein Holz.
Sehr schön, Lager ist durch. Und hier... Genau, holen wir einfach mal ein bisschen an verschiedenen Stellen was... Ja, ein bisschen Holz dazu. Das hier würde ich stehen lassen. So ein paar Bäume sind ja ganz nett. Sofern wir uns das natürlich leisten können am Anfang. Und, ja, der war gerade sehr glücklich. Moment, ich kann doch auch hier draufklicken. Können wir da was sehen? Wohnqualität 1 von 1. Okay. Arbeitsplatz Außenposten. Beziehungsweise nicht Außenposten, Arbeiterposten. Wunderbar. Oh, erwartet eine Entscheidung. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Natürlich. Ich hoffe natürlich nur, dass sie keine Krankheiten mitbringen. Gesunde Menschen traten deinem Dorf bei. Wunderbar. Das bedeutet aber auch wiederum, wir müssen hier den Trampelpfad ein bisschen erweitern. Vielleicht machen wir auch sogar was, sowas wie eine kleine Kreuzung hier hin. So, lass mal gerade hier runterbauen. Genau. Und da würde ich tatsächlich hier Zelte hinbauen. Das heißt, das zweitletzte, also hier, gehen wir rüber. Also können wir eigentlich auch hier rüber gehen und da noch so einen Pfad hinmachen. Und dann brauchen wir zwei Zelte. Hoppala. Ich drücke mal Escape. So. Die haben... Ach nee, die sind schön am Fällen, okay. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir noch ein zweites davon bauen, weil wir natürlich woanders auch noch ein paar Sträucher haben. Hier sind noch ein paar. Oh, hier sind sogar ganz viele. Moment, dann will ich mal gerade wissen, wie viel das geben würde. Rein theoretisch, um das mal im Hinterkopf zu behalten. Wo war es denn jetzt? Ach, Ressourcen, oder? Nee. Oder ich kann nur eins bauen erstmal. Das kann natürlich auch sein. Ach, nee, hier, Bärensammler, da ist er. Effizienz von 40, 36. Ja, hier ist noch ein bisschen was. 45. Wäre natürlich auch gar nicht so verkehrt, wenn wir noch ein zweites bauen. Hier wäre auch 45. Ich schicke auf jeden Fall schon mal einen hier in den Baum wegzumachen. Bringt ja auch wieder Holz, was wir gebrauchen können. Der muss zwar nur ein bisschen weiter laufen jetzt. So, hier sehen wir nochmal Statistiken. Produktivität. Wohnqualität ist natürlich nicht so gut gerade. Deswegen haben wir da 4%. Gesamt 96 ist aber, finde ich, gar nicht so verkehrt. Finde ich schon mal gut. Lass mich, hoppala, was mich mal gerade... Achso, das kann ich einfach wieder zuklicken. Gerade mal interessieren würde. Hier kann ich ja spezialisieren. Alles Könner ist natürlich eben am Anfang, denke ich mal, ganz nett. Aber ich glaube, wir sollten da auch, wenn wir die Möglichkeit haben, auch spezialisieren, dass wir zum Beispiel Farmer und sowas machen. Wenn es das gibt, müssen wir mal durchhalten. So. Gesamt minus 13. Vielleicht machen wir das Feld noch ein bisschen größer. Wir haben ja eine ganze Menge Arbeiter jetzt da drin, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Da machen wir noch einen, weil wir jetzt auch die neuen Leute haben. Hoppala. Achso, Moment. Ich muss ja hier plus Feld. So, genau. Da machen wir hier einfach noch mal ein bisschen mehr. Ich würde, glaube ich, sogar einfach mal... Geht das? Achso, das ist zu weit weg. Das geht dann nicht mehr. Alles klar. Hoppala. Ach hier, plus. Ja, dann machen wir hier so eine kleine Ecke nochmal dran. Wunderbar. Okay. Minus 10. Das bleibt natürlich jetzt spannend. Ich gucke nochmal raus, ob wir schon mal sehen, wo wir hinkommen. Okay, das bleibt tatsächlich erstmal noch so eine ganze Weile. Und das hier wäre sowas, wenn wir jetzt diesen Außenposten gelernt hätten. Das zeige ich gleich nochmal. Dann könnten wir jetzt Kundschafter dahin schicken. Genau, ein verlassenes Bergwerk voller Eisenerz. Baue eine Kundschafterhütte, genau die ist das, um Kundschafter zu diesem Ort zu schicken. Das ist das. Und das war, wenn wir jetzt nochmal schauen, das war ja diese Hütte hier. Wo war es? Moment. Ressourcen, war es Ressourcen? Nee, wo hatten wir es denn? Ach so, gar nicht wahr. Das war ja noch in der Forschung, genau. Das war hier, diese Hütte. Wenn wir die dann hätten, könnten wir die da hinschicken. Und dann bringen die vielleicht ein paar neue Sachen. Es gibt zum Beispiel später auch Wüsten. Und dann können wir die Kundschafter zu einer Oase schicken. Und vielleicht finden die dann noch ein bisschen Wasser, was wir dann brauchen. Das hier sieht sehr, sehr gut aus. Gesamt minus 4. Wäre da noch was drin zu machen? Wobei die paar Felder sind gerade natürlich nicht bestückt.
paar sind gerade nicht bestückt. Vielleicht machen wir da oben noch eine zweite Farm hin. Hier so zwei kleine Farmen nebeneinander. Wäre, glaube ich, machbar. Ich meine, Ressourcen haben wir gerade noch auf Vorrat. Materiallager. Hier 30 Stück. Wäre auch nicht verkehrt. Das wäre auch gar nicht verkehrt. Ich mache das einfach mal dahin. Ein Lager bauen wir mal. Und ich glaube, ich mache auch eine zweite Farm. Hier, einen zweiten Bauernhof, genau. So. Machen wir das einfach mal. Hunger 15%. Wo war eigentlich die Stelle, die Futterstelle? Onbu Schlafplatz. Frei von jeglichem Gift. Das ist doch schon mal gut. Achso, hier war sogar schon die Futterstelle. Da sind wir schon vorbei. Vielleicht hat er auch noch nicht genug Hunger. Oder er hat schon wieder sehr viel Hunger. Vielleicht war das so ein kleiner Snack und er hat jetzt richtig schön Hunger bekommen. Okay, da wird Holz gemacht. Ich sollte vielleicht noch mal ein paar losschicken. Hier, die machen wir einfach mal weg, weil da sind ja eh Felder in Planung später. Dann können wir hier noch zumachen. Ganz genau. Guck mal hier, es geht ins Positive. Das ist doch sehr schön zu sehen. Und mit der neuen Farm, wenn wir dann noch ein paar Leute übrig haben, natürlich umso besser. Beschäftigung untätig. Null, alles können erzählen. Ach so, genau. Die sind gerade beim Aufbau beschäftigt. Haufen Rüben, da haben wir schon geerntet. Ach ja, schön. Ach, da sehen wir es auch. Was sind das hier? Onbo-Beruhigungsmittel, okay. Biogas. Sand. Steinplatte und Holzbrett. Forschung ist bei 78%. Das sieht auch ganz gut aus. Genau, Kaktusanbau. Tomaten, auch sehr schön. Ach, das ist auch schön. Windmühle, malt Mehl aus Weizen. Bäckerei, ach ja, okay. Ich verstehe. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Mistsammler. Sammelt Dung von Onbu, der zur Herstellung von Biogas und Dünger verwendet werden kann. Komposthaufen, wahrscheinlich dann hier, oder? Kompostiert Dung mit Dünger mitgebracht. Ja, genau. Das sind, ich würde am liebsten überall schon reinforschen, aber so viele Ressourcen haben wir gerade natürlich nicht. Wir müssen ja erstmal das hier stabilisieren. Also plus 8 ist ja schon mal ganz gut. Der ist bei 27%. Ich glaube, da machen wir noch einen zweiten. Ich denke, da machen wir noch einen zweiten. Mache ich den dahinter oder hier hin? Ich glaube hier hin, weil es direkt nebenan ist. Ach, dahin. Ach, hier, da muss noch ein Handwerker ran. Da brauchen wir 10 Holz. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen was holen. Machen wir mal hier die Sicht auf die Felder frei. Das, das und noch einen vierten. So. Okay. Das ist doch schon mal schön zu sehen. Es geht hier bergauf. Wir halten uns schon mal selber so ein bisschen über Wasser. Wir haben gerade 8 Alleskönner. Okay. Ah, hier. Dorfbewohner 19. Anzahl Betten 20. So muss es sein. Da kann man sich auch mal ein anderes Bett aussuchen. Zumindest einer. Ach, ihr seid auch schon am Bau. Hier fehlen... Achso, genau, kein Feld zugewiesen. Das machen wir natürlich noch. So, machen wir auch nochmal plus 2. Hier sind insgesamt 5 drin. Beziehungsweise lass uns das erstmal auf 3 machen. Ich denke, das reicht dafür. Der sammelt. Hier sind gerade 0 drin. Das passt also. Ein Tank reicht also gerade aktuell, weil wir halt auch eben hier in den Feldern natürlich auch Wasser brauchen. Und deswegen habe ich jetzt auch direkt gesagt, lass uns da mal einen zweiten bauen. Wunderbar. Das Dorf wächst. Der Onbu läuft.
Und da vorne gibt es bald schon eine Kreuzung. Und dann entscheidet sich, wo lang wir gehen, ob wir da Richtung Futterstelle gehen, ob wir hier zum Schlafplatz gehen. Ich bin gespannt. Wähle dann nächste Forschung. Forschungsbaum öffnen. Dann lass mich gerade mal kurz schauen. Wie viele gehen? Ah, okay. Ja. Dorfarzt Essensstand. Bietet Essen für Dorfbewohner in entlegenen Gebieten. Kundschafterhütte. Ich glaube, wir machen das wirklich mal. Die Kundschafterhütte. Wunderbar. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch dieser erste Eindruck hier gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und nicht vergessen, ich bin ja gerade auch live mit dem Spiel. Es gibt ja auch, wie gesagt, die Verlosung einmal auf YouTube und einmal auch auf Twitch. Und da gerne teilnehmen. Und genau, hier nochmal die Information, wenn es nur einen Spielstand gibt. Dann war das jetzt erstmal nur so ein kleiner Ersteindruck von der Vollversion, beziehungsweise nicht der Vollversion, der Early Access Release-Version. Beziehungsweise die Version ein paar Tage vorher. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Patch kommt, das ist ja noch nicht gesagt. Aber genau, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann natürlich auch gerne selber zuschlagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.